mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Kredit in seinem... Jetzt geht's los. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da. Oh. Welche Schwester? Die sie wurden Neunte. Erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Christus! Ja? Los, Feuer frei! Was? In Deckung! Dank Ferrick, eine Inquisitorin! Pass auf! Nein! Nein, ich wusste es. Nein! Du kriegst mein Schiff, wenn du lebst. Jetzt werde ich böse. Wir müssen weg. Oh. Kerl, komm zurück! Kerl, wo willst du hin? Komm nicht, zurück, nicht, Kerl! Nicht, Kerl. Nicht, Kerl. Was? Okay. Kleine Rutschpartie, würde ich sagen. Ist das ein Witz? Was? Bravo! Bravo ist der Pilot von Cal's Crew, ein erfahrener Soldat, der an der Seite von Saw Gerrera gekämpft hat. Cal und Bravo haben im Kampf gegen das Imperium gemeinsam viele erfolgreiche Missionen durchgeführt. Oh, sorry. Was ist das hier? Gleich? Gaps. Die Hackerin Gaps wurde von Syndikat ausgebildet und hat nichts dagegen, im Kampf gegen das Imperium auch ordentlich zu verdienen. Sie ist selbstbewusst und mutig und nutzt jede Gelegenheit, um ihre Überlegenheit gegenüber imperialen Hackern unter Beweis zu stellen. Wir müssen zur Mantis. Coop und Liz. Die Zwillinge Coop und Liz von Kletuin würden alles... würden alles für ihren Freund Cal tun. Ihre Loyalität wird nur durch ihren unersättlichen Hunger übertroffen, der sie häufig in Schwierigkeiten bringt. Gaps, die Zwillinge. Trophäen und gestohlene Schätze. Trophäen und Andenken von verschiedenen Planeten unter der Kontrolle des Imperiums. Die Sammlung eines Kenners galaktischer Kuriositäten, zweifellos gewaltsam von ihren Ursprungsplaneten entfernt. Trauen können wir später. Wir müssen weiter. Oh. Oh, wow, 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 wow. Die jagen uns, Kumpel. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Auf markierte Wände springen. Was sind markierte Wände? Was? Wo sind denn hier markierte Wände? Alles klar. Und warum war die Wand markiert? Einmal kurz hinsetzen, damit es speichert. Unterstadt Fleischfabrik. Meditationspunkt entdeckt. Außerdem, damit wir auch die Punkte entdecken. Da oben ist wieder so ein Ding. Hier ist eine markierte Wand. Da ist ein schöner Roboter. Und autorisierter Zugang. Aktiviert.
aktiviere Sicherheitsprotokoll. Oh, 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 willst du mich verarschen? Seit wann hast du eine Pistole? Ja. Problem damit? Schöne Ding. Was haben wir hier? Eine große Kiste. Den können wir gebrauchen. Yeah! Einmal heilen dazu bekommen. Schön. Max Stims erhöht. Bin aber überlegen, ob ich die Schwierigkeit noch ein bisschen höher stelle. Und dann werde ich es bereuen. Aus! Da sage ich gerade hier Schwierigkeit erhöhen und dann sterbe ich. Na, vielleicht soll ich die Schwierigkeit erhöhen. Oh, ist das noch so leicht? Dann halt so. Beauty. Was ist denn das hier für eine Fleischfabrik? Oder was auch immer das ist. Und da ist nichts weiter, aber ich sehe da rechts eine Kiste. Hallo, mein Freund. Hallo, hübscher. Aua. Ich kann nicht ausweichen. Nicht heute. Ja, nicht heute. Heute sterben wir noch nicht. Hacken. Müssen wir hier lang? Andere Seite ist auch noch eine Tür. Weiter. Ja, 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 ja. Das war im ersten Teil auch so. Scan. Dieser Weg ist versperrt. Laserschranke. Eine Energiebarriere, die den Strahlenschilden ähnelt, die in den Klonkriegen häufig eingesetzt wurden. Sie widersteht nahezu allen Arten von Materie, was es fast unmöglich macht, sie zu durchbrechen, ohne ihre Energiequelle zu zerstören oder zu deaktivieren. Dann kommen wir später wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, da oben muss ich noch was machen, damit die Tür aufgeht. Da ist ein Echo oder so. Echo oder so. Aber so dunkel ist es eigentlich auch nicht, wa? Machtessenz. Maximale Macht erhöht. Wie lange leuchtet es da jetzt noch? Okay. Ich bin bereit. Aloho! R1 und drücke Kreis, um einen Gegner vor Region zu verwirren, damit er seine Verbündeten angreift. Okay. Ich bin dein Verbündeter. Ich bin dein Verbündeter. Betrachte diese Situation taktisch. Oh, dann greifen sie aber ganz schön schnell wieder an. Sie hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Sie. Verwirren. Lass die anderen. Balltruppler. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Okay, da komme ich dann rüber. Aber. Das wird mein erster Abschluss. Beruhigt euch, bevor ihr es habt. Ihr müsst dranbleiben.
Und Bam. Und oh, der war rot. Bam. Und Bam. Und Bam. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Liebes. Was ist hier? Einfach just for fun. So. Um darüber zu kommen. Komm, runter. Um. Habt ihr mich schon wieder gesehen? Au! In der Luft! Mit einem Schuss! Glaub's ja nicht. Da war ja eine Treppe nach oben unten. Okay. Oder so. Einmal hacken. Ich habe genug von diesem Ort. Verstehe ich ja gar nicht. Na dann, scan. Turbo Dogs. Turbo Dogs sind eine lokale Köstlichkeit. Es wurde mehrfach versucht, die Fleischquelle des beliebten Produkts zu ermitteln. Aber bislang hat seine Anziehungskraft darunter nicht gelitten. Oh, Turbo Dogs. So. Einmal meditieren. Ich muss mich konzentrieren. Frachtverteilungslager. Ausruhen. Kann losgehen. Ich weiß, wir können eine neue Fähigkeit freischalten, aber erstmal noch nicht. So. Das jetzt müssten wir da gleich gegen etwas mehrere kämpfen. Etwas mehr Gegner. Wollen mich? Sie kriegen mich. Uiuiui. Schön, dich zu Soll sehen. Ich dich mitnehmen? Zu früh geworden. Alter. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Oh yeah. Neunte Schwester, ich komme. Wir müssen sie ausschalten. Achso, wenn ich sprinte, dann macht er automatisch. Wo muss ich hin? Weiß nicht, ich laufe. Wo muss ich denn hin für die Inquisitoren? Hallo? Was muss ich machen? Ah! Ja, voilà! Aber da war jetzt nicht die Inquisitorin drin, oder? WD1. Oder doch? Oder doch? Oh, dich kenne ich noch aus dem ersten Teil. Du hast mich echt verrückt gemacht.
Neunte Schwester! Ja, du hattest mich echt Nerven gekostet. Aua! 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 Keine Chance, Captain! Ja gut, bei ihr funktioniert es nicht. Mit dem Verwirren. Komm schon! Also die Angriffe von ihr sind noch gleich, glaube ich. Jawohl! Na gut, das ist ja noch der erste Kampf. Der darf ja noch nicht so übertrieben spielen. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Wen habe ich denn? Das macht dich so, so berechenbar. Was? Zweite Runde. Was macht die? Macht die? Was? Was macht die denn da? Hör doch mal auf! Wow, 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 wow. Was? Ich verstehe nichts! Was ist das? Wieso machst du das? Wieso machst du das? Oh, ja, voll reingelaufen. Aua. Jetzt hörst du auf hier. Ich hau dir in die... Okay, ganz ruhig. Macht dir das etwa keinen Spaß? Nein! Aua, reicht jetzt! Es reicht! Es reicht! Schluss mit den Spielchen! Mist. Da musst du schon schneller sein. Mist, ich bin gleich tot. Zu mir. Zwei Schwerter. Ich hab zwei Schwerter. Aber ich kann nicht mehr leben. Er kann jetzt im Kampf den Zweischwerter-Kampfstil einsetzen. Der Zweischwerter-Kampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserbare Machtparade. Bietet aber wenig Ausdauer. Das ist traurig. Bist du sicher, dass du damit umgehen kannst? Nee, kann ich bestimmt nicht. Vor allem bin ich gleich tot. Ich würde dich zurückholen. Muss ich jetzt den ganzen Kampf wieder machen? Den ganzen Kampf wieder machen? Habe ich jetzt schon die zwei Schwerter-Stil? Nein, ich muss den Kampf erst schaffen. So eine Scheiße. Da lang muss ich. Da lang kann ich gar nicht. Da lang muss ich. Wo bin ich jetzt?
anderen Seite verschlossen. Oh, was? Ah ja, okay. Kämpf mal mit einem Schwert. Vielleicht ist es besser. Aua, oh, voll reingelaufen. Ich glaube, das ist wirklich besser. Ja, gegen einen. Gegen einen ist auf jeden Fall besser. Beeindruckend. Hätte ich mir eigentlich denken können. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Ich kann's auch. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod rechenbar. Brechenbar. In den Tod brechenbar. Also solange sie das macht, kann ich sie nicht angreifen. Dann zieht sie mich ran, ich kann einmal ausweichen und sie macht wieder Gehirnwäsche. Zieht mich ran, ich kann ausweichen. Ich kann ausweichen! Um einiges einfacher. Aua. Ich fälle dich wie ein Jüngling. Ich werde dich Stück für Stück. Na los, ein letztes Mal noch. Hohohoho, ich konnte einmal angreifen. Nein! Ich hatte noch volle 3 Heilampullen, aber ich dachte nicht, dass die so viel Schaden machen. Aua! Hörst du auf jetzt! Ich hau dir nie! So, nee, brauche ich nicht. Weg damit. Das überspringen. Schneller, schneller. Rechenbar. Hast du ein Schwein, ey? Naja, mach das mal 3 Mal. Kann ich jetzt hier den machen? Nee. Rechenbar. Mann, was mach ich denn hier? Was mach ich hier? Alter! Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Letzte Runde, wir haben ein bisschen mehr Heilung. Was ist das? Ah,
Ich sollte mich heilen. Okay, jetzt schon wieder. Das ist. Du wirst mich gleich mal am Pobbes lecken. Leck mich an Pobbes. Du blöde. Gleich habe ich dich, gleich habe ich dich. Wie fühlt sich das an? Ausgewählt ist, um die meisten Angriffe einschließlich automatisch zu parieren, erfordert Macht. Warum sollte ich das machen? Wow, nice. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Ui! Endlich ist die 9. Schwester besiegt. Nach mehr als ein Spiel. Mir geht's gut. Kel ist noch ruhig geblieben. Darf ich jetzt, Geschwindigkeit am höchsten, Stärke noch ein bisschen stärker, Reichweite und Verteidigung sind aber geringer. Nimm's anstatt der Doppelklinge, weil ich einfach zwei Schwerter. Frag mich, ob wir noch einen Stil bekommen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Was sollte es noch geben? So, okay, wo lang müssen wir? Da lang? Da lang. Machen wir Feuer aus. Dankeschön. BD. Da. Da. Meditieren. Ich muss meine Mitte finden. Skylane. Regulierungsstation. Einmal ausruhen. Einmal Fähigkeiten. Überall mal gucken. Überleben. Jetzt maximales Leben. Okay. Drücke kurz vor dem Kontakt L1, um bis zu 2 Blasterprügel hintereinander zurückzuwerfen. Haben wir das nicht schon gemacht? Reicht jetzt weiter. Halte 4 um einen normalen Stoßangriff. Drücke in der Luft. Abstandshieb. Halte L1 und drücke dann Viereck, um anzugreifen und nach hinten zu springen, um Distanz zum Ziel zu schaffen. Verwirrung. Verlängert die Zeit, in der Gegner andere Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Telekinese. Drücke L2 und R2, um nahe Gruppen von Gegnern heranzuziehen.
Gelb heißt, wir haben das schon, oder? Nee. Heißt nur, dass wir es machen können. So. Jetzt die Frage. Ich möchte eigentlich meinen Einschwertkampfstil verbessern, aus dem einfachen Grund. Mein normaler Angriff um mächtigen Schwung. Kraftvoller Wurf. Luftsprintattacke. Drücke in der Luft Dreieck, um mein Ziel unter dir anzugreifen. Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich schon, weil das ist unser Hauptkampfstil. Und der macht auch am meisten Schaden. War doch so, oder? Hier die Konzentration. Achso, hatten wir schon. Maximale Macht. Macht ist natürlich auch wichtig. Größeres Festhalten. Ich mach mal hier einfach nur, damit man maximale Macht. L3 und R3 verlängert die Dauer von Verlangsamung. Okay. Er regeneriert mehr Macht. Wenn er einen Gegner besiegt, trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Schnelle Regeneration von Macht. Kreis erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen wiederhergestellt wird. Kreis erhöht, wie viel Macht. Präzisionsausweichen heißt im letzten Moment ausweichen, wa? Dann machen wir noch den Reißen. Hatte ich nicht 3 Punkte? Ah ne, 3 waren bei Macht verfügbar oder so. Okay. Schön. Oder so. Dann ausgeruht sind wir. Kampfstile haben wir eingeteilt. Okay, kann weitergehen. Kann weitergehen. Hier ist nichts weiter. Dann werden wir wohl dementsprechend wahrscheinlich demnächst den Planeten verlassen, denke ich mal. Bin so. Wir haben ja jetzt eigentlich eine große Aktion hier gemacht. Was ist das? Scannen. Gonk-Droide. Der Energiedroide der Gunk-Serie ist bekannt als hervorragende tragbare Batterieeinheit und hat den Spitznamen Gonk-Droide erhalten. Zum einen wegen seiner Serienbezeichnung, zum anderen wegen seiner unverwechselbaren Baritonstimme. Au, au. Die Baritonstimme. Boat, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Nicht. BD1 ist traurig. Hallo. Zeit? Hier? Nicht als heiße Luft. Wenn nur noch ich übrig, dafür wurden wir nicht. Aktivieren. Alter Schwede. Sieht ja cool aus, wo wir jetzt hinkommen. Ein Wandlauf. Noch ein Wandlauf. L2. Noch ein Wandlauf. L2. Nice. Okay, also das ist wirklich geil mit dem Parcours. Ist er tot? Ich glaube ja. Was? Das zählt nicht als Ausweichen? Roten Angriffen kann ich trotzdem nicht ausweichen? Ich habe trainiert. Das ist schon wendig.
So. Der war ein bisschen härter. Also, dachte, es geht automatisch. Du fällst zurück. Oh. Cool. Einmal bitte. Nice. Der Hangar ist nicht weit. Hangar 2046C. Da ist wahrscheinlich mein Raumschiff drin. Und hier ist wahrscheinlich nichts. Aber wir haben geguckt. Gut. Oder auch nicht. Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Okay. Du hast recht. Ja, BD, ruf die Schiffe. BD, ruf die Schiffe. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo. Gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay. Ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Scheiße, Kerl. Schrottsammler. Bin ich schon lange nicht mehr. Ich bin ein Jedi. Mein. Bitte, hilf mir bitte. Wir heilen uns auch nicht komplett, jetzt sehe ich es erst. Was ist eigentlich damit? Irgendwie... Da lernen wir scheinbar noch irgendwas. Vielleicht sogar gleich. Hier in Stellung. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Nachdem ich meditiert habe. Hangar 2046C, Meditationspunkt freigeschaltet. Und Spiel gespeichert. So. Und weiter geht's. Auf zum Angriff. Wie kommst du denn hierher? Komm, Bravo rettet uns alle ab. Er kommt da. Da. So, haben wir die schon mal. Die gesamte Truppe ist am Boden. Nice. Nietzsche. Haben wir hier irgendwas? No! Hoffentlich bist du bereit. Immer. Frag mich, ob ich mit zwei Schwertern jetzt auch so eine. Jetzt bin ich dran! Kann man machen. Was für ein Schuss, Bravo! Vorwärts! So. Ohne Probleme. Hey, yo, ihr Lieben. Ich hing fest! Ach ja, ich muss meine EP einsammeln. Jetzt hat es der Gegner hier. Finde deinen Feind. Respawn. Mist. Sag ich dazu nur. Mist. Okay, aber war doch gar nicht so verkehrt. Was für ein Schuss! Gut gemacht, Bravo! Aua!
Reicht jetzt. Voll reingelaufen. Also eigentlich machen meine Partner schon ganz viel. Aua. Bravo, weiter so. Aua. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Bravo, deckt uns den Rücken. So ist gut. So ist gut. Es geht los. Au. Was für ein Schuss. Wir haben ein Problem. Das war unser letzter schwerer Schütze. Du wirst mir nicht entkommen. So, machen wir mal den einfachen Weg. Haben wir auch unsere Erfahrungspunkte alle wieder zurück. Wenn du mit mir spielst, ist das Spiel von Anfang an manipuliert. Dementis? Dementis! Kurz auf die Karte schauen. Das sind also Speicherpunkte, ja? Meditationspunkte, okay. Kann ich hier rein und hoch und sonst was? Nein.